Hallo liebe Music Store TV Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Drumcheck mit Money von Bohr. Wir möchten uns heute um das Sorgenkind vieler Schlagzeuger kümmern und zwar das Drumtuning. Heute insbesondere das Drumtuning der Snare Drum. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, eure Snare Drum vor dem Bildschirm zu holen. Und Money von Bohr, schön, dass du da bist. Du wirst uns heute ein paar Stimmtechniken zeigen, eine auch von dir entwickelte. Wir sind sehr gespannt. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch, hier sein zu können. Und Snare Drum ist der erste Teil. Es geht dann auch weiter mit Toms und Bass Drums und mit Fellen und so weiter. Genau. Und heute kümmern wir uns um die Snare Drum. Und das ist ja, wie du schon sagst, das Sorgenkind. Es ist auch die Hauptstimme im Set. Mhm. Also viele bekannte Schlagzeuger haben ja auch ihre Signature-Snare-Drum, weil sie ihren speziellen Sound haben wollen. Und an der Snare-Drum erkennt man auch oft den Sound des Schlagzeugers. Absolut, ja? Absolut. Ja. Also Steve Gadd hat einen eigenen Sound, Dave Weckl, Sam Phillips, Billy Cobham, Mike Portnoy, die haben alle ihren eigenen Sound. Und deswegen ist die Snare auch sehr flexibel, was musikalische Ausrichtung angeht. Also man kann sie tief stimmen, mittel stimmen, hoch stimmen und kann verschiedene Klangfarben darauf auch kreieren. Und mein Fokus ist heute erstmal eine Grundstimmung auf der Snare zu schaffen mit einer mittleren Stimmung. Und auch, was mich schon lange beschäftigt und ich auch vor 20 Jahren schon erforscht habe, ist das Trockenstimmen der Snare Drum. Also okay. ein System entwickeln, wie ich ohne Dämpfmittel die Obertöne der Snare reduziere. Weil das ist ja das Problem oft bei der Snare Drum, dass sie zu viel Oberton hat. Gerade wenn wir close micen, also live oder im Studio, hörst du halt den Nachklang der Obertöne, was natürlich jede Trommel macht. Wenn du ein Fell stimmst, zwei Membrane stimmst, dann schwingen die aus und machen Grundton und Oberton. Ja. Und diese Mischung ist bei der Snare, wenn man die höher stimmt, hast du halt mehr Oberton oftmals. Und diesen Oberton zu kontrollieren, das ist die Aufgabe. Ja. Und die habe ich mir gestellt und habe ein System entwickelt, was ich zeigen will. Ja. Man kann natürlich auch mit Geldämpfer oder mit einem Ring auf der Snare Drum oder mit Tempotaschentuch den Oberton killen. Heißt aber auch, ich nehme der Snare was weg, also dem Sound insgesamt was weg. Es ist immer so, wenn ich was draufklebe auf eine Trommel oder auf die Felle, dann reduziere ich was, dann nehme ich was weg, ich gebe nichts dazu. Ja. Und gerade bei der Snare, finde ich, ist es wichtig, dass man das gesamte Spektrum dieser Trommel auch hört. Und hörbar machen kann. Und deswegen habe ich so mein Stimmsystem, mein Verstimmsystem entwickelt. Das Verstimmsystem, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, also wir beginnen beim Resonanzfell erstmal und stimmen, da das eine Membran ist, natürlich als Ausgangsbasis beide Fälle erstmal gleichmäßig. Okay. Also wie man das kennt, ne? Aber nicht jetzt unbedingt mit Hören, weil viele Drama hören Obertöne, Grundtöne nicht, sondern ich zähle dabei die Umdrehung. Okay. Und ich beginne immer bei der 6-Uhr-Schraube und wichtig ist es, dass wir eine Basis finden, von der wir das Fell stimmen. Ja. Und das ist da, wo die Stimmschraube beginnt, also am Fell, am Spannreifen zu ziehen. Okay. Weil dann bekommt das Fell eine Spannung. Okay. So, und auch das wichtig ist, dass wir immer über Kreuz stimmen. Also immer zwei Stimmschrauben über Kreuz. Mhm. Nie erst eine Seite und dann die andere, weil dann ist das Fell schon verzogen. Okay. Das ist dann schon so out of balance, dass du es eigentlich nachher nicht mehr gleichmäßig bekommst. Das ist die Spannung sozusagen gleichmäßig verteilt. Ja, genau. Ja. Das ist wichtig. Und wenn ihr jetzt eures Snare durchstimmt zu Hause, neu stimmt, dann lockert ihr alle Stimmschrauben so weit, dass sie beginnen, am Spannreifen zu greifen. Man sagt auch fingerfest, kann man auch sagen. Okay. Also so, dass hier. Heute sind die Trommeln alle so gearbeitet, dass man weiß, dass die Auflagefläche muss plan sein, damit das Fell auch gleichmäßig gezogen werden kann. Und deswegen können wir auch sagen, wir nehmen das als Ausgangsbasis.
Okay. Und ich habe mir so eine Eselsbrücke gebaut beim Stimmen, dass ich nichts vergesse oder doppelt drehe. Ich stelle mir das so als Zifferblatt vor. Also hier 12 Uhr Schraube, 1 Uhr Schraube, 11 Uhr, dann 2 Uhr, 10 Uhr, 3 und 9. Das fehlt hier beim 10 Schrauben, aber das ist ja auch in dem Zusammenhang nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir im Kopf behalten, was haben wir schon gestimmt und was muss ich noch machen. So, dann 4 Uhr, 8 Uhr, 5 Uhr, 7 Uhr, 6 Uhr. Ich beginne bei der 6 Uhr Schraube und gehe dann zur 12 Uhr Schraube. Also ich stimme erstmal vertikal. Mhm. Und zwar maximal eine Umdrehung, damit das Fell sich nicht verzieht. Also eine Umdrehung, das geht noch. Darüber ist es schon jetzt kritisch. Also erstmal beim Stimmen immer schrittweise vorgehen, ganz wichtig. Schrittweise, also erstmal eine Umdrehung 6 Uhr Schraube und eine Umdrehung 12 Uhr Schraube. So, dann nehme ich den zweiten Stock zur Hand und lege den mal so kreuz, weil jetzt wäre vertikal die nächste Stimmschrauben wären horizontal. Mhm. Geht nicht ganz, fehlt ja 3 und 9, aber wir verschieben das so ein bisschen auf 4 und 10. Und dann ist 10 Uhr Schraube eine Umdrehung und die 4 Uhr Schraube eine Umdrehung. So, jetzt verschieben wir das Kreuz eine Stimmschraube weiter. Dann haben wir hier 1 Uhr eine Umdrehung, 7 Uhr eine Umdrehung, 11 Uhr eine Umdrehung und 5 Uhr eine Umdrehung. So. Und jetzt bleibt noch ein Schraubenpärchen übrig. Das ist 2 und 8. Okay. 2 und 8. So. Jetzt haben wir erstmal das Resonanzfell eine Umdrehung gestimmt. Ja. Das ist jetzt nochmal eine Basis, mit der man arbeiten kann, etwas höher gestimmt, das zeige ich gleich noch, wird der Sound ein bisschen brillanter, der Teppich kommt dann mehr nach vorne, schiebt sich, also hörbar. Ja. Und so ist es, also sollte nicht zu weich sein, das Resonanzfell, weil sonst der Teppich nicht sauber anspricht. Okay, verstehe. Ja, der Teppich braucht etwas härtere Spannung beim Resonanzfell, damit er wirklich klar und nicht nachraschelt. So, dann drehen wir jetzt die Snare mal um. Und dann machen wir das gleiche beim Schlagfell. So, das habe ich noch nicht runtergestimmt. Dann muss ich also erstmal Stimmschrauben Ausgangspunkt bringen. Alle dahin, dass sie beginnen am Spannreifen zu drehen. Also zu ziehen. Zu ziehen, genau. Ne? Beginnen am Spannreifen zu ziehen. Genau. Okay. Man den Widerstand merkt. So, jetzt das gleiche Spiel. 6 Uhr Schraube. Eine Umdrehung. 12 Uhr Schraube. Eine Umdrehung. 10 Uhr Schraube. 4 Uhr Schraube. So, jetzt verschieben wir den um eine Stimmschraube, um 1 Uhr und 7 Uhr, 7 Uhr, 11 Uhr und hier ist jetzt, und die Schraube läuft ein bisschen in der Luft, weil der Spannreifen das Fell zieht. Okay. Und dadurch auch, dass der Spannreifen nach unten quasi wegrückt vom Schraubenkopf. Und da drehe ich natürlich dann die Viertelumdrehung wieder dahin, wo der Druckpunkt ist. Genau. Und ab da spanne ich eine Umdrehung. Eine Umdrehung. So, jetzt bleibt noch ein Pärchen übrig, das ist das hier. 2 Uhr, 8 Uhr. Dann haben wir jetzt somit auf allen Spannschrauben in etwa die gleiche Stimmung. Ja, alle etwa eine Umdrehung hoch. Jetzt hören wir mal, wie das klingt.
klingt jetzt sehr tief und hat auch Ton. Mit dem Ton könnte ich jetzt nicht rekorden oder live spielen mit Close Miking. Und damit ich gleich mein Stimmkonzept anwenden kann, das heißt, ich verstimme ja die Snare in dem 6-Uhr-Bereich hier wieder, also ich lockere die Stimmschrauben da, muss ich mir ein Headroom schaffen nach unten sozusagen. Okay. Das heißt, ich muss von einer höheren Stimmung ausgehen und gebe deswegen nochmal eine Umdrehung drauf. Das gleiche System wie vorhin, ich mache das aber jetzt mal mit zwei Stimmschlüsseln. Eine Umdrehung, dann 10 Uhr, 4 Uhr, eine Umdrehung, 1 Uhr, 7 Uhr, eine Umdrehung, 11 Uhr, 5 Uhr und dann bleibt das hier noch übrig. Genau. So, jetzt haben wir rundum. Schlagfell jetzt zwei Umdrehungen, wenn man so will. Ja, das Schlagfell hat jetzt zwei Umdrehungen, aber schrittweise, wie ich es eingangs sagte, weil, damit man wirklich eine gleichmäßige Spannung bekommt. So, jetzt haben wir natürlich auch eine höllere Stimmung, aber auch viel Ton. Sehr viele Obertöne auch, ne? Ja, viel Oberton. Wenn man jetzt so spielen möchte, sagen wir mal, wenn du Jazzig oder verschiedene Stilistiken, Latin oder so, arbeitet man ja mit dem Oberton. Aber wenn ich jetzt Close Mic, also wenn ich jetzt Overhead Miking mache und Bassdrum, kann das durchaus funktionieren. Ja. Wenn ich Close Miking mache, muss ich das obere Fell oder sollte ich mehr stoppen. Also im Oberton abstoppen. Ja. Und das mache ich erstmal, indem ich die 6-Uhr-Schraube wieder lockere. Das heißt, die zwei Umdrehungen, die ich vorhin drauf gedreht habe, die drehe ich runter. Okay. Also eine und noch eine. Okay. Also so, und die beiden benachbarten, 5 Uhr und 7 Uhr, die drehe ich jetzt anderthalb Umdrehungen runter, eine halbe weniger, damit der Übergang von 0 auf plus 2 sanfter ist. Okay, verstehe. Nicht so direkt nebeneinander. Und deswegen kriegt die nur anderthalb runter. So, eine und nochmal eine halbe. Und dann höre ich mal, was die Trommel tut. Ja. Die hat noch ein bisschen Ton jetzt. Die ist natürlich auch tiefer. Aber schon weitaus trockener. Bei Rimshots hat sie noch Ton. Und jetzt, dadurch, dass ich das Fell lockere, drückt es von unten gegen den Reifen. Das heißt, ich habe noch mal hier Potenzial zu lockern bei der 6-Uhr-Schraube. Ja. Okay. Eine ganze Umdrehung, was ich hier noch kann, was ich noch Luft habe. Ja. Damit nehme ich den Oberton weg. Unglaublich. Ja, jetzt gibt es hier so ein paar Falten. Ja. Aber don't worry. Okay. Weil in dem Bereich spiele ich nicht. Das stimmt. Ja. So, damit ich aber jetzt wieder auf eine Tonhöhe komme. Gut, das ist jetzt ein Sound. Wenn ich Pop spiele oder Rhythm Blues, Blues, alle diese Richtungen, kann ich mit diesem fetten Sound gut arbeiten. Aber sagen wir mal, für andere Stilistiken, Metal, Heavy, mehr Pop auch oder Jazz, Funk, brauche ich eine höhere Stimmung. Ja. Und da gehe ich jetzt an die gegenüberliegende Schraube von der 6-Uhr-Schraube, 12 Uhr. Okay. Und gebe da mal anderthalb Umdrehungen drauf. Also das sind meine Erfahrungswerte, die ich hier weitergebe. Ja, ja. Jeder sollte auch zu Hause damit arbeiten und probieren. Okay. So, also anderthalb Umdrehungen. Und eine Umdrehung bekommen die Benachbarten. Okay. Die Nachbarn kriegen immer ein bisschen weniger. Ja. So. Jetzt ist schon höher im Ton. Immer noch trocken. Ja. So. Möchte ich jetzt einen helleren Ton haben, noch höher gehen, helleren Sound, dann habe ich ja diese beiden Pärchen noch
in Reserve. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier über Kreuz zum Beispiel noch eine Umdrehung dazu gebe, also ich kann dann quasi mit den vier Stimmschrauben die komplette Snare stimmen sozusagen. Ja, also die Tonhöhe. Ja. Stimmt tun wir erstmal gleichmäßig und dann verstimmen. Ja. Und dann den Ausgleich schaffen. Und zwar zwei runter auf der 6 Uhr Schraube, anderthalb, 5 und 7. Mhm. Diese anderthalb übernehmen wir auf die 12 Uhr Schraube, aber stimmen die hoch. Und die benachbarten, damit der Übergang wieder weicher ist von 12 Uhr auf 2 Uhr, stimmen wir die 1 Uhr und 11 Uhr Schraube eine Umdrehung hoch. Okay. So, und jetzt hören wir mal, was passiert ist. Das Snare ist schön trocken. Jetzt in mittlere Stimmung. Mhm. Kann man natürlich jetzt noch höher stimmen, auch hier mit diesen vier Stimmschrauben oder tiefer. Ja, ja, das kann ich auch. Jetzt kann ich aber, wenn der Snare-Sound je nach Akustik vielleicht zu trocken ist, in einem sehr trockenen Studio oder so, und ich brauche ein bisschen Leben in der Snare, im Sound, dann kann ich mit der 6 Uhr Schraube wieder den Oberton dazu drehen. Okay. So, haben wir wieder Oberton. Der ist aber kurz, der ist nicht glong, sondern der ist kurz, knackig, und ich kann ihn definieren, wie lang er sein soll. Die Snare geht natürlich auch in der Stimmung wieder ein bisschen höher. Mhm. Das ist unheimlich variabel, Wahnsinn. Ja, genau, und mit einer Snare kannst du so viel machen, auch auf diese Art. Ja. Kannst du noch offener stimmen, also kannst jetzt noch 5 Uhr und 7 Uhr dazu nehmen, muss man ein bisschen experimentieren, aber man ist mit einer, ohne Dämpfung, ist man da, wo man hin will eigentlich. Absolut, das binnen kürzester Zeit, unglaublich. Ja. Genau, und jetzt gibt es hin und wieder mal noch die Frage, was passiert, wenn der Snare Strainer, also die Spiralen mitrascheln bei den Toms. Mhm. Dann kann ich die beiden Stimmschrauben hier rechts und links neben dem Spiralenteppich unten, im Resonanzfell, die kann ich lockern wieder. Okay. Und zwar eine halbe Umdrehung maximal. Ja. Ja. Oder wenn ich mehr Crispness haben will, etwas schärfer und so, und dann drehe ich sie hoch. Okay. Eine halbe Umdrehung. Und jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal zeigen, wir haben eine Umdrehung überall draufgegeben. Genau. Was passiert, wenn ich noch eine Umdrehung draufgebe? Ich bin gespannt. Ja, also, ich mache es jetzt mal umgekehrt, 12 Uhr, 6 Uhr, das geht auch. Aber ansonsten das gleiche Konzept. So. So, überall eine Umdrehung dazu. Ja. Ja, jetzt hören wir mal. Deutlich crisper, ne? Crisper und auch, sie projiziert mehr. Sie wird lauter, sie wird kräftiger. So. Ja. Auch bei Rimschutz und auf dem Fell klarer. Ja. Und man kann sie noch höher stimmen. Also es gibt viele Drummer, die richtig tight haben. Und auch so drei Umdrehungen, vier Umdrehungen. Das ist mir aber schon zu viel. Ja. Weil dann wird sie so glasig im Sound. Ne? Also Button End, also Tiefe soll sie ja auch haben. Und wichtig ist auch, dass der Teppich nicht zu hart anliegt am Resonanzfeld. Ja. Muss, wenn du die Snare leise anspielst, muss der Teppich deutlich hörbar sein. Das ist ganz wichtig. Wenn du den zu hart machst,
Brett, richtig, ja, ne? Wie ein Brett. Keine Ansprache mehr, ne? Ja. Ja. Geht die auch auf und klingt plötzlich wie eine Snare dran. Ja. Okay. Super. Vielen lieben Dank für die Erläuterung. Es war wirklich sehr, sehr lehrreich. Wendet es doch auch bei euch zu Hause an, probiert die Methode aus. Und wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns einen Like da und lasst uns einen Kommentar da. In diesem Sinne, wir melden uns im nächsten Video und da werden wir uns um das Thema Tom-Tuning kümmern. Bis dahin, ciao. Ciao.